Servus zum nächsten Kapitel von Harry Wayne. So, wir waren bis jetzt in die Rollen eines Familienvaters geschlüpft und in der letzten Folge in die Rolle eines Privatdetektives, der im Fall des Origami-Killers ermittelt. Mal sehen, welche Rolle jetzt dran ist. Die Rolle eines Drogensüchtigen, sehr gut. Guck mal da mit dem Schirm. Was war denn das? Soll da was hängen oder ist das ein Grafikfehler? Ich vermute mal, da soll was hängen. Der Bereich ist abgesperrt. Ich trete dich gleich. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Okay. Sie können durch. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Sehr professionell, wie die da arbeiten. Wenn ich sehe, wie die einfach mal da hinten durch den Tatort stapfen. Das sind echte Profis am Werk. War doch gerade was. Ach, das war bestimmt nur... Gott, meine Hände zittern. Ich muss mich zusammenreißen. Wenigstens für den Moment. Reporter? Jetzt schon. Die sind ja bestens informiert. Video Memo 1, Agent 470203, Norman Jaden, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. Ja, Leute, das ist die Zukunft von VR. Na, komm, die Brille behalten wir jetzt mal an. Ja, ich glaube, da ist Blake. Die ganzen Leute verunreinigen den Tatort. Ich bezweifle, dass noch Beweise übrig sind, wenn es überhaupt welche gab. Die Leiche muss unter der Plane bei den Scheinwerfern sein. Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Auf Antworten. Und kommen Sie, Jaden? Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde! Es sind ganz schön viele Leute am Tatort. Haben Sie keine Angst, dass die Spuren zerstören? Man findet keine Beweise hinter dem Schreibtisch. Und wir zertrampeln schon keine Spuren, auch wenn wir nicht vom FBI sind. Nein, nein, natürlich nicht. Das wollte ich nicht sagen. Und die Todesursache? Keinerlei Verletzungen. Wurde vermutlich ertränkt. Wie die anderen. Tony! Ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem. Ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team.
Ja, das heißt natürlich auch, dass ich von Ihnen auch Informationen kriege. So, dann gehen wir jetzt erstmal zur Leiche. So, da unter der Absperrung. Also oben rechts könnt ihr ja jetzt sehen, Ari on. Jetzt haben wir die, ich nenne es einfach mal VR-Brille auf. Zack. Da können wir jetzt schon Spuren suchen damit. Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab, aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. Also irgendwann wird das so ähnlich auch ablaufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt nicht so locker flockig wie hier, aber... AI-Eintrag, das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Die Figur kennen wir doch. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Laut Blutanalyse vermutlich Postmortem. Wahrscheinlich beim Transport der Leiche entstanden. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. Ja, wir haben alle Spuren, okay. Eintrag, unwichtige Probe, stammt von einem der Polizisten am Tatort. Also da möchte ich jetzt echt nicht die Spurensicherung spielen, ganz ehrlich. Jetzt müsste man ja von jedem Polizisten die Schuhe anfordern, um auszusortieren, von wem welche Spuren sind. Eintrag, Pollenpartikel verschwinden im hohen Gras. Ist wohl das Ende der Spur. Das ist kein sicherer Platz. AI-Eintrag. Blutspuren auf der Bahnschiene. Analyse bestätigt Blut von der Leiche. Die Fußabdrücke gehen nach der Pollenspur weiter. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Gestreift, als der Mörder hier mit ihr entlang gekommen ist. Ja, das war's mit dem Anzug. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen.
da ein Reifenprofil. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Gut, also hier oben haben wir nichts mehr. Wir haben die Leiche inspiziert, wir haben einige Spuren sichern können. Eieiei. Wo ist denn der Plague? Ja, hier werde ich wohl nichts mehr finden. Oh. AI-Eintrag, unwichtige Probe, wahrscheinlich von einem der Polizisten. Aber wir versauen keine Spuren. Ach, da ist er ja. Oh ja, Blake. Ich fahre jetzt zurück. Nein, ich hab glaube ich alles. Nein, das reicht mir. Ich fahre dann auch. Nein, steig ein. Hallo, anschnallen. Du bist FBI, du musst eine Vorbildfunktion für uns haben. Jetzt weiß ich, warum es Heavy Rain heißt. Es regnet die ganze Zeit. Ja, ach, der nächste Wechsel. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Oh, cool. Bringt mir das irgendwas? So. Dann haben wir jetzt 3 der 4 Figuren, die es gibt, kennengelernt. Ich bin mal gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Ich sehe da übrigens eine Motte. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute, und dann gucken wir mal, was der gute Ethan da sieht. Macht's gut, bis dann, ciao.